Hallo, liebe Stadtquiz-Freunde. Düsseldorf hat Maximilian Friedrich Weihe eine Menge Gartenanlagen, öffentliche Parks oder auch Schlossparks mit oder ohne Wasser zu verdanken. Weihe, der von 1775 bis 1846 lebte, hat in Düsseldorf alleine rund 25 Gartenanlagen geplant, wiederhergestellt, neu aufgebaut und erweitert. Zum Beispiel den Hofgarten an der heutigen Heinrich-Heine-Allee, die Anlagen oder am Späschen Graben, an der Königsallee, am Schwanenspiegel oder die Schlossparks in Eller oder Kalkum sowie der Kurfürstengarten von Schloss Benrath. Auch am Golzheimer Friedhof, wo er auch begraben wurde, kann man seine gestalterische Handschrift erkennen, also seine gärtnerische, gestalterische Handschrift. 1804 kam er als Hofgärtner nach Düsseldorf und bewohnte das Hofgärtnerhaus, das ist das heutige Theatermuseum. Und 1826 erfolgte seine Ernennung zum königlichen Gartenbauinspektor. 1833 stieg er zum königlichen Gartendirektor auf. Und heute erinnern zum Beispiel die Maximilian-Weihe-Allee, ein Weihe-Gedenkstein im Schlosspark Eller, oder halt das Weihe-Denkmal, das 1850 eingeweiht wurde im Hofgarten. Das ist ein Sitzdenkmal von dem Bildhauer Karl Hoffmann. Meine heutige Frage lautet, was war denn die größte Schiebung am Rhein bei Düsseldorf Mitte der 1970er Jahre? Die größte Schiebung.